Was sind die besten natürlichen Hausmittel gegen Blasenentzündung? Ich zeige dir in diesem Video die 10 besten Tipps und Tricks, die helfen, deine Blasenentzündung schnell loszuwerden. Und bevor ich es vergesse, am Schluss des Videos verrate ich dir, wie du einer Blasenentzündung vorbeugen kannst, damit sie nicht mehr kommt. Ich bin Caro von Vital Schnabel und veröffentliche regelmäßig einfach umsetzbare Gesundheitstipps. Versichere dich, dass du meinen Kanal abonniert hast, damit du keine Vital Schnabel Ratschläge verpasst. Einfach jetzt auf Abonnieren drücken und die Glocke neben der Abonniert-Schaltfläche aktivieren. Da eine Blasenentzündung nicht nur unangenehm ist, sondern auch sehr schmerzhaft sein kann, ist es wichtig, dass du wenn möglich schon die ersten Symptome wie Brennen beim Wasserlassen oder vermehrter Harndrang im Keim ersticken lässt. Anbei findest du 10 sanfte, aber sehr effektive Hausmittel gegen Blasenentzündung. Hausmittel 1 – Cranberry-Saft. Die enthaltenen Gerbstoffe, auch Tannine genannt, im Cranberry-Saft können deine Blase vor Bakterienbefall schützen. Denn die Gerbstoffe im Cranberry-Saft tragen dazu bei, dass sich weniger schädliche Bakterien an deinen Schleimhäuten der Harnwege anheften. Hausmittel 2 – Apfelessig. Apfelessig wirkt antibakteriell und ist ein sehr altes und wirkungsvolles Hausmittel gegen Blasenentzündung. Die Säure des Essigs macht das möglich, da diese fähig ist, die Bakterien unschädlich zu machen. Bei einer akuten Blasenentzündung empfehle ich dir, bis zu 3-mal täglich einen Esslöffel Apfelessig in einem Glas mit lauwarmem Wasser zu vermengen und zu trinken. Hausmittel 3 – Ingwer. Der Inhaltsstoff Gingerol kann deine Blasenentzündung lindern. Die Knolle wirkt antibakteriell. Ich empfehle dir, 3 bis 5 Tassen Tee täglich mit Ingwer zu trinken. Für eine Tasse Tee gibst du 4 Scheiben Ingwer in eine Tasse und übergießt sie mit kochendem Wasser. Danach lässt du die Mischung 10 Minuten ziehen und fertig ist der schmackhafte Tee. Hausmittel 4 – Stangensellerie. Frischer Stangensellerie enthält viele sekundäre Pflanzenstoffe. Wie du weißt, sind sekundäre Pflanzenstoffe sehr gesund. Stangensellerie bekämpft aber nicht nur die Bakterien, sondern wirkt auch harntreibend. Wenn du keinen Stangensellerie bekommst, kannst du alternativ Selleriesamen nehmen. Diese kannst du im Reformhaus kaufen. Einfach nach jeder Mahlzeit bis zu einer Handvoll Selleriesamen knabbern. Hausmittel 5 – Meerrettich. Meerrettich wurde bereits im Mittelalter gegen Blasenentzündung eingesetzt. Die enthaltenen Senföle sind antibakteriell und wirken besonders gut. Am besten nimmst du etwas frisch geriebenen Meerrettich oder alternativ Meerrettichpaste zu dir. Kombiniert mit Karotten oder Kartoffeln ist Meerrettich besonders fein. Aber Achtung, nicht zu viel auf einmal, da Meerrettich sehr scharf ist. Hausmittel 6 – Probiotische Lebensmittel. Probiotische Lebensmittel sind heilsam. Jeden Tag einen Naturjoghurt, zum Beispiel im Müsli zum Frühstück, ist sehr wertvoll. Auch Kefir oder Sauerkraut können im Kampf gegen Blasenentzündung helfen. Probiotische Produkte besitzen die Eigenschaft, dass sich die guten Bakterien vermehrt in der Blasenschleimhaut ansiedeln können. Hausmittel 7 – Natron. Natron ist ein Multitalent und kann auch zum Blasenentzündung heilen eingesetzt werden. Und so einfach geht es, eine Messerspitze Natron in einem großen Glas Wasser verrühren. Das Natronwasser auf nüchternen Magen oder bis zu 2-mal täglich trinken, maximal 3 Tage lang. Natron macht deinen Urin basisch und somit wird das Brennen beim Wasserlassen gelindert. Der Grund, das unangenehme Brennen wird durch Säure verursacht. Hausmittel 8 Viel trinken. Viel trinken ist das A und O. Am besten trinkst du viele warme oder heiße Getränke. Die Bakterien werden von der Flüssigkeit schneller nach draußen befördert. Der häufige Harndrang ist also eine gesunde Reaktion deines Körpers. So wirst du die schlechten Bakterien schnell wieder los. Hausmittel 9 – Blasen- und Nierentee. Es gibt spezielle Blasen- und Nierentees, diese Teemischungen haben bei mir sehr gut geholfen. 3 bis 5 Tassen täglich darfst du gerne davon trinken, damit deine Harnwege gut durchgespült werden. Zur Ausheilung und Vorsorge sollte dieser Tee 1 bis 2 Wochen getrunken werden. Hausmittel 10 – Wärmetanken.
Wärme auf dem Bauch aktiviert das Abwehrsystem deiner Harnwege. Das funktioniert mit einer Wärmeflasche oder auch mit einem heißen Frottetuch auf deinem Bauch. Die Wärme wirkt entspannend und hilft auch gegen das lästige Brennen. Die unliebsamen Keime werden durch die Wärme intensiv bekämpft. Aber Achtung, die wärmende Auflage nicht zu heiß machen, es droht Verbrennungsgefahr. Besser legst du zuerst ein Tuch auf deinen Bauch. Sicher ist sicher. Das waren die 10 Top-Hausmittel, die du im Kampf gegen eine Blasenentzündung anwenden kannst. Doch was kannst du tun, um einer neuen Blasenentzündung vorzubeugen? Auch hier möchte ich dir nützliche Tipps mit auf den Weg geben, die schon viele Frauen erfolgreich umsetzen. Ich enthülle dir jetzt in meinem Bonus-Tipp 4 Ratschläge, welche dich vor einer chronischen Blasenentzündung schützen können. Blasenentzündung vorbeugen Tipp 1 – Viel trinken. Trinken, trinken, trinken. Wenn du anfällig für eine Blasenentzündung bist, ist viel Trinken unerlässlich. 2 bis 3 Liter täglich sollten es schon sein. Die schädlichen Keime werden so viel schneller aus deinem Harntrakt gespült. Am besten trinkst du Tee oder Wasser. Blasenentzündung vorbeugen Tipp 2 – Toilettengang nach der Zweisamkeit. Bevor du nach dem Liebesakt kuschelst, ist es sinnvoll, die Toilette aufzusuchen. Denn wenn du urinierst, werden die Bakterien hinausgespült und das bevor die Keime deine Blase erreichen können. Keine Keime, keine Blasenentzündung. Blasenentzündung vorbeugen Tipp 3 – Baumwollunterwäsche. Baumwolle ist atmungsaktiv, synthetische Fasern leider kaum. Bei synthetischer Unterwäsche können sich Bakterien viel schneller vermehren. Blasenentzündung vorbeugen Tipp 4 – Wärme. Wenn dir kalt ist, ziehen sich die Gefäße deiner Schleimhäute zusammen, was zur Folge hat, dass deine Abwehr empfindlicher und schwächer wird. Achte darauf, dass deine Füße und dein Unterleib immer schön warm bleiben. Wann solltest du einen Arzt aufsuchen? Wenn im Urin Blut ist, du unter Fieber und Krämpfen leidest und du starke Schmerzen hast, unbedingt zum Arzt gehen. Ärzte können dir bei einer akuten Blasenentzündung ein Antibiotikum verschreiben. Nichtsdestotrotz kannst du auch in diesem Fall die genannten Tipps zusätzlich befolgen. So oder so, ich wünsche dir ganz gute Besserung. Wir sind schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, meine Informationen haben dir geholfen. Mit welchen Hausmitteln konntest du deine Blasenentzündung natürlich heilen? Sag es mir in den Kommentaren unten. Ich gebe mir stets größte Mühe bei der Erstellung der Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Teil es mit deinen Freunden und klick auf Abonnieren, um weiterhin keine Vitalschnabel-Ratschläge zu verpassen. Deine Caro von Vitalschnabel.